Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein brandneues Feature von der 0.16. Ja, es ist ein ganz neuer Glitch und was ganz Spezielles, was es nur auf meinem Kanal gibt. 0.16. Viel Spaß bei diesem Video. Wir joinen jetzt erstmal einer brandneuen Welt. Und ich glaube, dann nehmen wir meine Welt, Creative natürlich. Und dann kann ich euch schon zeigen, was in der 0.16 geben wird. Was natürlich noch keiner weiß und brandneu ist in der 0.16, ist natürlich der Steinblock. Das ist ein brandneuer Block, den ich auf meinem Kanal in der 0.16 von den Machern von MCPE 0.16 gefunden habe. Das ist ein brandneuer Block, mit dem man sehr coole Dinge machen kann. Man kann mit ihnen was Cooles bauen, kann mit ihnen sogar Fallen machen. Und das wirklich alles brandneu in der 0.16. Was ihr noch nicht wusstet, ja moin. Brandneu ist auf jeden Fall noch dieser Prismarine. Was ihr damit machen könnt, da muss ich nochmal bei einem amerikanischen YouTuber vorbeischauen. Und ich werde euch auf jeden Fall dann nochmal informieren und ein Tutorial darüber machen. Natürlich, weil ihr das sehen wollt und weil es natürlich kein Clickbait ist und weil natürlich ich das herausgefunden habe. Ich weiß natürlich so viel über den 0.16, dass ich es euch alles erzählen kann. Aber dieser Prismarine ist auch sehr, sehr toll und damit kann man sehr coole Dinge machen. Aber was man damit machen kann, das erfährt ihr dann im nächsten Tutorial. Ja, wenn ich weiß, wie man das machen kann. Ich weiß das natürlich auch noch nicht. Ja, also, 0.16 ist ein sehr cooles Update und brandneu natürlich, richtig brandneu. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Update. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, das 0.16 Update. Und ja, dann brandneu, alles auf 180 Grad. Alles sehr, sehr toll. Und ihr haltet euch natürlich auf meinem Kanal am Laufenden. Und ich halte euch natürlich am Laufenden, was an der Update-Szene von 0.16 MCP los ist. Also abonniert auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich bin wirklich ein Typ, der wirklich nicht amerikanische YouTube abschaut. Also, ihr kennt mich ja, ich bin euer 1K-LP. Manche fragen sich jetzt wahrscheinlich so, Kilian, warum machst du das Video? Im Vorderrhein mache ich dieses Video natürlich aus Spaß, weil ich es lustig finde, halt wie One-Click so ein bisschen drauf ist. Aber ich mache dieses Video auch, weil ich halt finde, dass One-Click-LP ein großer Clickbait halt ist. Natürlich ist es mir eigentlich so, oder sollte es mir eigentlich völlig egal sein. Aber es regt mich langsam wirklich auf, dass jedes Video, jedes Drecksvideo von ihnen, im Titel ist immer 0.16. Da redet er vielleicht... Zum Beispiel hat der Jump League aufgenommen, redet er vielleicht 30 Sekunden, dass ein Wither rauskommt oder so. Wenn die letzten 10 Minuten, wo er völlig schlecht ist in Jump League, labert er gar nichts über 0.16. Da redet er null über diese 0.16. Und dann schreibt er einfach in seinen vergammelten Titel einfach 0.16. Ich finde sowas einfach mega kacke. Weil die Zuschauer ziehen sich das rein, weil sie halt schauen wollen, was 0.16 Update ist. Aber dann spielt der Jump League MCPC und redet nur 30 Sekunden über die 0.16. Ja, toll. Gut gemacht. Ganz ehrlich, da kann ich gleich in den Titel irgendwas schreiben, was gar nicht stimmt. Und ich wollte auch mit diesem Video ein bisschen bezwecken, dass, oder ich wollte auch euch so sagen, weil viele wissen es wahrscheinlich nicht, One-Click-LP ist einer der halb, was auch nicht so schlimm ist, aber wollte ich nur mal informieren, der halb nicht selber seine Glitches, bla bla, so Tricks, ja, Infos herausfindet, sondern er schaut sie ab von amerikanischen, eigentlich beliebigen MCPE-YouTubern ab. Das sieht man einfach daran, ich blende euch jetzt mal keinen Screenshot ein, aber
wenn ihr auf Twitter seid, wisst ihr das wahrscheinlich, dass ein YouTuber von der amerikanischen Szene zum Beispiel diesen Diamond Black Glitch gemacht hat und plötzlich hat das One-Click auch gemacht. Leute, was er da macht, ist reinster Clickbait. Er bekommt die Klicks, obwohl er einfach ohne Mühe Videos produziert. Er schneidet sie nicht mal richtig. Seine Videos sind ungeschnitten. Okay, dieses Video ist jetzt auch nicht gerade viel geschnitten oder so, gebe ich ja zu. Aber Leute, er macht richtig harte Quantität und er... Ich verstehe einfach nicht, dass er auch da noch so mega abgehoben ist oder klingt er nur so. Also ich mag so eine Person einfach gar nicht. Also mir liegt es wirklich. Und dann auf Twitter schreibt er noch so Kiwi, irgendwie so ein Vogel oder so. Und sowas finde ich einfach voll dumm. Muss ich wirklich zugeben und dafür stehe ich auch, dass ich... Also ich sage auf jeden Fall meine Meinung, ich lasse mich nicht da unterdrücken von irgendeinem YouTuber, der 12k hat. Das ist für mich eigentlich Latte. Es ist für mich Latte, ob einer 10 Abonnenten hat und oder 12k. Ist mich völlig egal. Also wollte euch nur ein bisschen in diesem Video informieren, wie OneClick so tickt, was so seine Maschen sind, wie er auf YouTube so ist, wie eigentlich seine Maschen auf YouTube sind. So, das wollte ich erzählen. Ja, ich versuche so, also ich versuche wirklich real zu sein, das versuche ich wirklich. Ich versuche auf Twitter real zu sein. Ich sage dir auf jeden Fall meine Meinung. Und ich lasse mich doch nicht von irgendjemandem unterdrücken. Safe einfach nicht. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch mich verstanden habt. Ich hoffe auch, dass ja, das OneKick-LP sich ändert, sondern dass er sein YouTube-Konzept nicht mehr so macht. Immer 0.16 in jeden scheiß Titel das reinhämmert. Ich hoffe, dass er ein eigenes Konzept entwickelt und vor allen Dingen nicht immer alles abschaut von diesen amerikanischen YouTubern. Es geht mir so auf den Sack, weil er macht immer die klickgeilsten Titel in der MCP Deutschland-Szene. Das kann mir auch keiner erzählen, dass er es nicht macht. Auf jeden Fall, und dass er noch abschaut, also nur übersetzt. Also, nicht gerade blendend, also kann jeder eigentlich machen, macht nur nicht jeder, weil nicht jeder so dumm ist und halt, ja, nicht nur macht, damit er Aufrufe bekommt auf YouTube, also ist natürlich was ganz anderes. Aber Leute, ich hoffe, euch hat diese heutige Folge gefallen, wenn, lasst doch bitte einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns morgen wieder. Ja, bis morgen, ciao, ciao.